Ja, hallo zusammen. Heute möchte ich euch einen Katalog vorstellen. Motorradtest von 1983. Gab es damals jährlich in den 80er Jahren. Ich glaube sogar bis in die 90er. Hat gekostet 9,80 Mark. Und die haben sich gekümmert, ja, um alles. Von der 80er bis zum 140 PS Superbike. Aber unser Thema sind ja mehr die 80er, die Leichtkrafträder. Das wollen wir uns jetzt mal hier anschauen. Man möchte noch mal 16 sein. So wird dieser Katalogteil dann aufgemacht mit einer DT80MX und einer YZ80, einer Vollkrustversion. Und jetzt werden hier die einzelnen Modelle vorgestellt. Hier zum Beispiel eine Fantip Caballero, immer mit den technischen Daten, eine kurze Bewertung und ein Fazit. Die beste Enduro europäischer Produktion. So schneidet dann die Fantip ab. Dann haben wir hier eine Gilera 80 TG2. Ein gutes Angebot aus Italien. Ja, jedes Modell hat hier so eine Seite, auch die Hercules Ultra 80 AC. Fazit: empfehlenswerte deutsche Einfach-80er mit ganz guten Messwerten. Die Höchstgeschwindigkeit wird hier solo sitzend mit 88 km/h angegeben. Ist schon ganz ordentlich für eine serienmäßige 80er. Dann haben wir hier noch Werbung von einer Hercules RX9 mit Packtaschen. Ja, dann kommen weitere Herkules-Modelle, die Ultra RS80. Sportlook muss bezahlt werden als Fazit. Ne, die Maschine war recht teuer, über 5000 D-Mark. Dann haben wir hier die seinerzeit neue Herkules RX9. Fazit: die Qualität rechtfertigt den Preis. Ja, auch 4.500 D-Mark, 4.550 D-Mark vielmehr. Dann hier Roller, Hercules CV80, Honda Lead, die Honda MBX80. Fazit: viel Motorrad fürs Geld, war etwas günstiger, 3.388 D-Mark und fuhr solo sitzend immerhin 84. Dann die Honda MTX, die luftgekühlte Version für 3.238 Mark, viel Optik für wenig Geld. Dann hier die recht seltene Horex TC80, die Enduro, die erste wassergekühlte 80er Enduro in Deutschland, auch mit dem Sachs 80 SW Motor. Bemerkenswert finde ich, dass viele Enduros nicht mal an die 80 km/h kamen. Diese hier sollte solo sitzend nur 79 laufen. Fazit: exklusiv und teuer. Die Maschine kostete nahezu 4000 Mark. Dann haben wir hier eine ganz seltene Trail-Version, die Italjet 80. Spitzenmaschine für den Trail-Einsatz. Auch diese lief keine 80, 79 km/h solo sitzend. Die Kawasaki AE80, ein Enduro der ersten Generation. Die ist noch langsamer, die kam nur auf 72,8 km/h solo sitzend, kostet auch nur 2.800 D-Mark preiswert, aber ohne sonstige Vorzüge. Ja, so lautete das Fazit. Dann hier die Straßenversion, die Kawasaki AR80. Preis und Leistung stimmen. Die Maschine kam immerhin auf 81 km/h für 2.900 D-Mark. Dann hier die KTM Bora 80, die seltene Enduro-Version von KTM mit dem Sachs 80 SA Motor für 3.255 Mark. Auch diese Maschine lief solo sitzend nur 77 km/h. Jetzt war KTM ja auch nicht unbedingt dafür bekannt, die schnellsten Maschinen zu haben, aber das ist schon recht wenig. Fazit: qualitativ gut mit günstigem Preis. Dann haben wir hier unsere KTM 80 PL, das Beste von KTM. Hier werden die Messwerte wieder bestätigt. 82 km/h ist ja schon bekannt für die 4.455 D-Mark teure Maschine. Dann haben wir hier eine Malaguti Cavalcona 80 für 4.250 Mark. Auch die Maschine lief solo sitzend nur 72,5 km/h, leistete auch nur 6,8 PS. Fazit: eher fürs Gelände gedacht. Dann hier die wunderschöne Puch Cobra 80 für 3.495 Mark. Die wird angegeben mit 83,7 km/h. Fazit: das beste Leichtkraftrad mit luftgekühltem Motor. Tolle 80er.
Dann hier die Suzuki GT80 X3. Erwachsene 80er Suzuki. Die lief 81. Auch eine 80er der ersten Generation, genauso wie die Shopper-Version, die GT80L. Die wurde damals schon für 1999 D-Mark verramscht. Fazit: zu diesem Preis der beste Shopper. Angeblich 82 km/h solo sitzend. Kann ich mir kaum vorstellen, weil die auch nur 6,5 PS hatte. Dann gab es sie noch als Enduro-Version, die TS80ER, auch für 1999 Mark günstig im Preis, aber Mängel im Detail. Die Maschine lief 80,6. Dann haben wir hier eine Tornax RX80 für 3590 Mark. Auch diese Maschine erreichte nur 79 km/h, keine 80. Hier die Yamaha RD80 MX, die erste Straßen-80er von Yamaha. Günstige, zuverlässige 80er für 2595 Mark. Höchstgeschwindigkeit solo sitzend 81 km/h, immerhin. Dann die erste wassergekühlte Version, die RD80 LC. Die kostete schon 3745 Mark. LC-Kauf lohnt sich nicht unbedingt. War auch damals nur ein Einsitzer, was sie nicht besonders attraktiv machte. Lief 81,5 km/h. Dann ist hier eigentlich noch die DT80 MX gemeint. Hier scheint irgendwie ein anderes Foto genommen worden zu sein. Das scheint eine DT80 LC1, aber schon mit Scheibenbremse zu sein. Irgendwie so ein Prototyp. Von daher passt das nicht ganz. Nette preisgünstige Soft-Enduro für 2495 Mark. Wie gesagt, die sah ein bisschen anders aus. Das Intro-Bild hat, glaube ich, eine DT80 MX in Schwarz abgebildet. Dann hier noch wieder ein Vespa-Roller. Fazit: für Roller-Freaks genau das Richtige. Der Roller lief 76 km/h. Racing-Sport-Kits für Yamaha und Honda hier. Von der Firma, was ist das? Dörr, glaube ich. Ja, dann Zündapp KS80 Super für 4795 Mark, 84 km/h schnell. Fazit: empfehlenswerte 80er aus Deutschland. Dann haben wir noch die Zündapp KS80 Touring für 4295 Mark. Fazit: für den Preis ein reelles Angebot. Auch die lief angeblich keine 80 solo sitzend, 78,2 km/h, wahrscheinlich dem hohen Lenker geschuldet. Und dann gab es noch die preiswerte luftgekühlte Version, die Zündapp K80 für 3300 Mark. Die lief immerhin 84,6 km/h. Bei 8,3 PS. Fazit: im Preis-Leistungs-Verhältnis die beste Zündapp. Ja, so viel hier zu dem Jahrbuch Motorradtest 1983 oder Katalog oder wie man das auch immer nennen möchte. Ich werde noch von den Folgejahren die auch noch vorstellen, wobei das immer weniger wurde dann mit den 80ern. Macht's gut, schönen Tag noch.